Es ist wieder mal sehr ruhig an den Märkten. Heute unter sehr, sehr dünnen Umsätzen, schon gestern und vorgestern kaum messbare Umsätze an den Märkten. Aber Börse handelt ja bekanntlich Zukunft. Und da wollen wir uns eines Themas annehmen, das wahrscheinlich sehr bald wieder zeitnah ein großes Thema werden wird, nämlich der Handelskrieg. Und hier spricht manches dafür, dass es bald wieder rund gehen wird. Warum ist das so? Wir haben heute Aussagen des amerikanischen Wirtschaftsministers Wilbur Ross gehört, der gesagt hat, ja, es wird in dieser Woche ein Telefonat geben, wahrscheinlich zwischen Robert Lighthizer, Steve Mnuchin und Liu He. Und da wird dann die Frage geklärt, ob es zu einem persönlichen Treffen kommt. Erinnern wir uns an die Vergangenheit, da war es ja immer so, gerade wenn die Stimmung so einigermaßen war zwischen den beiden Weltmächten, dann war klar, es gibt ein Treffen, dann fliegen die nach Peking und die anderen kommen nach Washington. Jetzt also scheint in Frage zu stehen, dass es überhaupt zu einem persönlichen Treffen kommt, und das ist ein Hinweis, dass die Dinge sehr, sehr schwierig sind nach dem Waffenstillstand beim G20-Gipfel in Osaka, der so stark gefeiert wurde. Aber es war eben wohl nur ein Waffenstillstand, der Krieg an sich ist nicht beendet. Und das sagt auch hier zum Beispiel Morgan Stanley heute in einer Analyse, wo man die Kunden, die eigenen Kunden darauf hinweist, ja, passt mal auf, wir haben jetzt sehr, sehr gute Daten gesehen, sowohl aus den USA, vor allem aber aus China. Sie erinnern sich vielleicht an die bessere Industrieproduktion, an die starken Einzelhandelsumsätze. Jetzt sind beide mental wieder so in einer Position der Stärke, und das wird die Neigung deutlich verringern, jetzt irgendwie schnell einen Trade Deal zu suchen, zumal die Aktienmärkte sowohl in China als auch in den USA doch in letzter Zeit relativ deutlich gestiegen sind. Warum braucht also jemand jetzt einen Handelsdeal? Wir erinnern uns, dass immer dann, wenn die Aktienmärkte Schwierigkeiten hatten, vor allem Donald Trump dann versucht hat, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Also hier zeigt sich, dass die Dinge nicht einfacher werden, und das wird auch von chinesischer Seite bestätigt, hier von Hu Xijin, der Mouthpiece of Peking, wie es heißt, das Mundstück, das Sprachrohr aus Peking, Chefredakteur der Global Times, der hier sagt, ja, also was ich weiß, ist, dass die chinesische Seite bei drei Sachen praktisch hart bleiben wird. Das ist für sie ein Kernanliegen. Erstens keine zusätzlichen Zölle, respektive die USA müssten die bestehenden Zölle abschaffen, genauer gesagt. Die Anzahl der Käufe von China amerikanischer Landwirtschaftsprodukte müsste reasonable bleiben, also vernünftig. Die Amerikaner haben da offenkundig sehr starke überzogene Forderungen. Und der Text eines Deals sollte balanced sein, also praktisch auf Augenhöhe sein. All das zeichnet sich ja nicht wirklich ab. Also da ist sozusagen jetzt schon der Keim gelegt. Gestern hatte ja Donald Trump gegenüber Reportern gesagt, ja, er könne jederzeit die Zölle auf die restlichen 300 Milliarden Dollar einführen, und es sei noch ein sehr, sehr weiter Weg bis zu einem China-USA-Deal. Und das nähert so ein bisschen die Befürchtung, die Sorge, dass das Ganze bald wieder losgehen wird, weil man sich eben nicht einig. Beide wähnen sich jetzt wieder in einer Position der Stärke. Die Chinesen übrigens sind die Hauptgruppe in den USA, die Ausländer, die US-Wohnimmobilien kaufen. Die Chinesen machen etwa gut ein Viertel aller ausländischen Käufer von Immobilien in den USA aus. Und hier sehen wir, dass die Käufe der Chinesen so stark gefallen sind wie noch nie in der Geschichte. Nach wie vor aber kaufen sie etwa 13,4 Milliarden Dollar jährlich an US-Immobilien, also nicht so ganz klein. Dementsprechend wird diese Nachfrage durch die Chinesen, die sich offenkundig in den USA nicht gerade geliebt fühlen, immer geringer, und das könnte auch für den US-Immobilienmarkt dann ein Thema werden. Was haben wir noch? Wir haben heute, und das beeinflusst durchaus vor allem die Wall Street, CSX, das ist ein amerikanisches Logistikunternehmen, vor allem Eisenbahnen, aber auch Container Terminals hatte diese Firma oder diese Firmengruppe. Die hatten gestern nachbörslich eine scharfe Gewinnwarnung herausgegeben und gesagt, ja, also the present economic backdrop is one of the most puzzling I've ever experienced in my career, sagte der Vorsitzende von der CSX, also die Lage sei so schwer einzuschätzen wie noch nie in seiner Laufbahn. Das meinte gestern der CEO eben von CSX, und das ist so ein bisschen ein Beleg dieser Unsicherheit, Uncertainty, genau das, was ja Jerome Powell immer wieder sagt in letzter Zeit, warum
trotz stärkerer Daten in letzter Zeit die Fed auf jeden Fall Ende Juli die Zinsen senken wird. Wir haben jetzt heute gesehen Bank of America mit den Zahlen. Was Sie hier sehen, sind die Net Interest Margins, also praktisch die Zinseinnahmen von Wells Fargo, die gestern berichtet hatten, auch eine US-Großbank. Und wir sehen den Trend, der geht immer weiter nach unten, was da eingenommen wird, kontinuierlich nach unten. Und wenn die Fed jetzt eben weiter die Zinsen senkt, dann wird das immer größere Verluste letztendlich oder Einnahmeverluste für die Banken auch in den USA mit sich bringen. Wir sehen ja schon bei den europäischen Banken, was diese Null- und Negativzinspolitik letztendlich bringt, nämlich die Banken vor allem in Schwierigkeiten. Es ist dann einfach schwieriger im Kerngeschäft Geld zu verdienen und das kommt jetzt wohl auch auf die amerikanischen Banken zu. Aber heute ist der Tech-Sektor im Vordergrund. Wir haben jetzt Zahlen heute nachbörslich von Netflix bei Finanzmarktwelt. Ab 22 Uhr werden wir die darstellen. Dann kommt noch IBM. Nächste Woche haben wir Facebook, Amazon, Google. Und es sind diese Werte, die ja vor allem den Aufschwung der Wall Street getragen haben. Also jetzt muss geliefert werden. Jetzt kommt die Tech-Saison in den Blick. Und apropos Bewertungen bei den Tech-Unternehmen, da schauen wir uns mal diese Grafik an. Wir haben zum Beispiel eine Microsoft, die an Marktkapitalisierung so viel etwa auf die Waage bringt, wie 8 osteuropäische Staaten in der EU oder die in der EU sind, insgesamt an BIP haben. 8 Stück, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben eine Apple, die mehr als die Hälfte des russischen BIPs auf die Waage bringt. Wir haben eine Alphabet, also praktisch Google, die mehr auf die Waage bringt an Marktkapitalisierung als das BIP von 38 afrikanischen Staaten. Facebook hat eine größere Marktkapitalisierung als Argentinien. Wir haben Amazon, das mehr auf die Waage bringt als 9 südamerikanische Staaten und so weiter und so fort. Wir sehen also, wie stark die Marktkapitalisierung ist. Und es sind diese wenigen Unternehmen, die wirklich gut gelaufen sind in letzter Zeit und so ein bisschen kaschieren, dass die anderen Werte nicht so wirklich gut laufen. Schauen wir uns die Charts an und gucken mal, was da los ist heute. Wir sehen, dass der S&P 500 hier die 3000er Marke aufgegeben hat, aktuell 2996 Punkte, leichte Verluste, nicht dramatisch. Man geht so ein bisschen in Deckung, hat man das Gefühl. Wir sehen auch den Nasdaq 100, 7919, auch ein bisschen tiefer. Der Dow Jones kämpft jetzt mit der 27.300er Marke. Der DAX mal wieder schwächer auf der Brust, nachdem es gestern nicht so schlecht gelaufen war, sind wir jetzt bei 12.333, haben also die 12.400er Zone wieder erfolgreich durchschreiten können. Wir sehen, dass der Euro wieder ein bisschen zulegen kann nach der Dollarstärke gestern, 1.1226. Wir sehen, dass Gold plötzlich durch die Decke geschossen ist, um 20 Dollar von 1.404 etwa auf 1.424. Und wir sehen, dass amerikanische Crude Oil jetzt unter Druck bei 57,32 Dollar, obwohl die Lagerbestände heute stärker gefallen waren als erwartet. Also, das ist jetzt die Gesamtkonstellation. Abschließend noch zwei Hinweise. A, morgen natürlich kein Videoausblick, kein Markeflüster. Das Ganze geht wieder los, weil ich jetzt im Urlaub bin. Am 29. Juli, also am Montag, den 29. Das ist der erste Hinweis. Sie werden die Zeit sicherlich genießen ohne mich. Und der zweite Hinweis, ich bin dann am 2.8. bei einem Seminar in Hamburg und würde mich freuen, wenn Sie da kommen, dass wir uns mal persönlich in Augenschein nehmen können. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, sofern uns nicht der Himmel auf den Kopf fallen sollte, und freue mich schon auf die Kommunikation hier in Hamburg. Bis dann erstmal Servus und Ciao. Heute ab 22 Uhr noch Netflix auf Finanzmarktwelt. Nicht vergessen. Bis dann also Servus und Ciao.